Ja, na denn. Machen wir mal weiter. Also die Maschinenpistole, die ich gefunden hatte, ist Schrott, ist Malle, wie ist wieder mir mit Aufladen, weißt du? Ja, das ist nichts. Ich brauche an diesem Schrott gefeuert. Ja. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Deine Schwäche wurde zur Kenntnis genommen. Nichts raus! Ich habe wieder das Haustier gewechselt. Was hast du gewechselt? Das Haustier. Aha. Der macht irgendwie ein bisschen mehr Bums, der macht ein bisschen was. Beim anderen haben wir das Gefühl, der läuft bloß rum und macht nichts, weißt du? Sehr gut, das sind doch Munitionspisten. Wo liegt hier noch? Aha, gut. Warte, er macht den Horst. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Ich mache euch alle mit Tod bekannt. Schränke aufmachen. Und das? Ah, das ist meine Nova, wenn er sich mein Schild auflädt. Ach so. Na dann. Ja. Macht denn hier Dings, Strahlungsschaden. Aha. Ja. Alles voll gut. Waffen gucken. Warum müssen wir hin? Ja, ich würde gucken, wie ein Geld verdienen, oder? Naja, ich gucke, was wir benutzen. Da steht benutzen. Ja, der benutzt mal. Ja. Aha. Das Elixier bewirkt vielleicht nicht das, was Doc Stanley sagt, aber es ist super, um Dinge in Brand zu stecken. Möge mein verstorbener Ehemann in Frieden rösten. Jetzt pack diese Fiole mit Müll in den Vorrat und bring ihn raus. Das wird so gut. Jetzt müssen wir hier raus. Ja, da rein, los. Da rein. Das ist ein Vorratsraum mit der ganzen... Elixiergetränken hier. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ach, komm schon. Es muss nur ordentlich motiviert werden. Tu, was du am besten kannst. Zünde es an. Sieh, wie es brennt. So viel Feuer und Chaos habe ich seit dem Blutbad in der Quinceañera-Schlucht nicht mehr gesehen. Jetzt muss dieser billige Betrüger seine eigene Suppe auslöffeln. Aber es ist noch nicht ganz geschafft. Bleib dran! Jetzt, wo Doc Stanleys Elixiervorrat dem Untergang geweiht ist, könntest du doch seine gesamte Raffinerieausrüstung zerstören, damit er nicht noch mehr von dem Schrott produzieren kann. Hier haben wir wieder einen Spawnpunkt. Ja. Oh. Ein bisschen weiter hoch, was wir hier noch machen. Klägliches Leben. Ein passender Tod. Bin der Rand voll, sagt sie. Ja, ich auch. Tu das für euch! Yeah.
Lenken Sie ab! Ich weiß nicht, was los ist. Ich soll alles erben. Ich hätte noch was Schlaues gesagt. Haben wir unten noch einen vergessen? Besuch, genau. Da war noch eben ein roter Punkt, okay. Ist er jetzt noch? Nee, da ist der gestorben. Ich wäre ja gerade am runterfliegen, weißt du? Na ja. Na gut, eins. Ja, aber hä? Irgendwie das war das eine. Noch einen roten Punkt am Radar. Siehst du das nicht? Nee. Ach, egal. Da unten ist der kleine rote Punkt, ja. Ja. Irgendwo da. Nicht weglaufen. Das verdirbt den Geschmack. Los, los jetzt! Dahin, wo du hergekommen bist. Du hast mir nicht gesagt, dass ich ziehen soll! Du hättest was sagen müssen! Hättest was sagen müssen? Nö, ich sag hier nichts. Ja, ein paar Munitionskisten aufmachen, ne? Waffe mag ja nicht schlässern, aber ich sehe die Feinde nicht. Das ist ein Qualmbock, weißt du? Ja. Wer bist denn du? Was für der Backe, ne? So ein Back. Ja, da war einer gestanden, den habe ich nicht erschießen können, der ist jetzt weg. Die Nase schon verräuchert. So. Da ist noch ein Rohr. Ich bin hier der beste Meister. Taschenbrecks! Nicht zu weit weg. Ja, sei die schießt nicht so weit. Nee. Da kannst du hier schön testen, weil die schießt, weißt du? Ja. Verkaufsmannschaft, was haben wir? Saboteure sind unter uns! Sabo, was? Töre! Hier, Waffen. Da, eine Kiste! Gut zum Geld machen. Lass dich von der Jagd bitte leisten. Na, die geht nicht. Sehr weit. Was, deine Blubberblase oder was? Deine Blubberblase geht nicht so weit oder was? Die geht nicht so weit, ne? Die Blubberblasen gehen nicht so weit, ne? Naja, ich meine, Blubberblasen fliegen halt nicht lange, ne? Ja. Ja, gut. Achso, hier.
Verkaufen, Gott. Wow. Denkt man mal, der kotzt gleich. Wow. Na gut, gehen wir so, mal rein. So, ist das jetzt der? Das ist jetzt schon der. Aber sieh mal nicht blank. Ich habe das Heilmittel. Wie wäre es mit einem lebenslangen Vorrat an Doc Stanleys Wunderelixier? Danke. Ich verzichte. Honig und Cayennepfeffer haben mir noch nie geschadet. Außerdem bist du ein Eiterpimmel oder wie war das? Doch, Eiterpimmel. Das höre ich. Sieh an, was für ein Verhandlungstalent. Okay, Eiterpimmel. Okay, ich habe genau das Richtige für dich. Hier, fang. Lass ihn eine Wut hören. Keine hirntoten Hypochonder wie meinen verstorbenen Ehemann mehr reinlegen können. Und hey, jetzt wo mein dummer Gatte nicht mehr jeden Penny für dieses Zeug ausgibt, kann ich dich auch bezahlen. Schön, hier ist eine Waffenkiste. Gemein, probier Doc Stanleys neues, verbessertes Wunder-Elixier. Ist es chronisch bei dir, so nimm mein Elixier. Hab ein Echo? Fängt dein Fleisch an zu sticken, so zögere nicht zu trinken. Hier oben, ne? Oben, ja, muss hier hochklettern. Ja. Da. Genau. Kiste und dann. Sehe ich hier eine Leiter? Nee. Die Kiste und gelben Fleck da. Kiste und gelben Fleck da? Ja, hier ist eine Kiste zum Hochklettern und dann siehst du eine oben, da ist Handabdrücke von der gelben Farbe. Da musst du hoch. Na da, ja. Ja, Augen auf im Nahverkauf. Huhuhu. Ach Gott, nein. Hörst du was? Naja. Sind ja auch keine Summen, ne? Nö. Die besten Summen findest du, wenn du aufsammelst. Oder wenn du irgendwo auf der Toilette oder so weiter, ne? So, jetzt schauen wir mal auf die Karte. Karte. Wenn wir jetzt doch weitergehen, kommen wir nirgends hin. Na, hinten raus, da ist nichts, da habe ich schon geguckt. Nee, da ist überhaupt nichts. Quatsch. Ja. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder mit China. Zurück? Jo. Zurück und zum Dings, jawohl. Genau, wieder zurücklaufen. Kommt, da kommen gleich wieder. Bestimmt wieder Feinde, wenn wir bestimmt wieder alle respawnen. Ja, denke ich ja. Wenn wir zu lange warten. Aber wenn wir schnell durchflitzen, geht er vielleicht. Mal gucken. Oh, hier ist noch ein Chlor ganz übersehen, siehst du? Jo, jo. 1-3, 1-3. Bringt Geld, gut. Sag nicht mehr, naja. Naja. Naja, ist so. Bringt Kohle, ohne Moos nichts los, hast du doch. Gut, hier ist nichts. Oh, da bin ich lang, hier lang. Hä? Lach hier was drinne? Kommen wir da rein? Da drinne? Warum? Was willst du denn da drinne? Da sind Kisten. Aber ist da eine Waffenkiste drin? Weiß ich nicht. Schlecht zu sagen. Nee, ist Munitionskiste. Ja. Nee, Spindel. Ja, Olaf möchte gerne immer kein Geld haben und dann sagt er, ja, alles teuer. Na komm, laufen wir weiter. Tod lächelt. Das war's für mich! Das war bestimmt der rote Punkt, den ich gesehen hatte. Ja, wahrscheinlich, das war der rote Punkt, ja. Zurück, er ist zu dick.
Was denn, ob mir richtig ging? Nee. Doch, wir müssen jetzt mal raus aus der ganzen Anlage. Darüber müssen wir her. Wir müssen ja erstmal wieder raus aus der ganzen Anlage. So, gleich mal verkaufen, weil wir schon mal hier sind. Oh. Hab doch nie eine Sirene gekillt, darf ich bitte. Haha, oder hat ihr Spaß? Das kommt, wenn man zu lange dauert. Die hören ja schon vorm Zelt, geht die schon kaputt, die Dinger. Ja. Oh, halt er den Kappen hier. Allen, dass ich es versucht habe. So. Fahrzeug. Ach, dann steht er noch hier, meins war ja weg. Wieso war da eins weg? Na, ich hab's doch stehen lassen und dann habe ich doch hier ein anderes Fahrzeug geklaut. Ach so. Warum ist das hier hingestellt? Ich will gleich mal gucken. Ketscherei ist ja gleich um die Ecke, weißt du? Ach. Kann man gleich mal gucken, was Neues gibt. Wobei, der fand ich die besser, ne, als die Granate. Hat man die Kanone weggenommen, haben die ja die Maschinenpistole, ist besser. Finde ich so, als wir zurück zu der Uschi. Boom. Hast du eigentlich, wenn du Turbo machst, hast du auch ein Schild? Hab noch nicht probiert. So, jetzt schauen wir mal. Ja. Da ist das Ding. Wo ist denn der Olaf jetzt? Hier. Müssen wir springen. Wieso? Ich bin bei ihr. Also, sprich mit China. Du bist bei ihr? Ja, ich weiß nicht. Deswegen frage ich mich gerade, wo bist du lang gefahren? Völlig falsch. Aha. Ich müsste da rauf, ja genau. Ich kann nicht behaupten, dass ich Doc Stanleys Tod bedauere. Da draußen hoffen viele verzweifelte Leute auf ein Wunder. Wenigstens gibt es jetzt einen Wunderhändler weniger auf Gehenna. Aber wenn ich eins weiß, dann, dass man Wunder nicht in Flaschen abfüllen kann. Wie wär's jetzt mit einer von Doc Chinas Wundergranaten? Aha, Krimi-Granate. Oha, na mal gucken. Was das für eine Granate ist. Ach, hier ist sie. Mit Feuer. Aha. Granaten explodieren, wenn sie auf einen Feind treffen. 1028, mal gucken. Ja, die teste ich mal aus. Hast du ja auch gekriegt, ne? Auch Schallweiher Granaten sind für mich uninteressant im Prinzip. Ja, ich weiß, du schmeißt sie ja nie. Ja, eben. Was sie sagt, meistens ja, ist neu. Für uns. Ja, hä? Das 943 Schaden. 943 Schaden. Und 43% Chance mit Brennen. Was hab ich jetzt für eine? Da müsste es eigentlich, dass sie gekriegt haben mit 1028 Schaden, 610 Radios ja, und ja.
43 brennen. Prozent. 43 Prozent, ja. So, fertig? Ich gehe mal kurz rüber. So, bis mal darüber. Wir wollen ja eigentlich die Fundstation machen, ne? Wir wollten, wieso ist denn jetzt da noch was da? Die Mission. Wir haben jetzt zwei entgegengesetzte Rauten. Ja, weil wir auch bei der automatischen Hauptmission geht, Olaf. Ja, sprich mit Zero und begib dich zu mir. Ja, genau. Und der Marion. Genau, das wollten wir machen. Jetzt haben wir noch eine Raute. Geld zurück, Garantie. Fahrzeug. Finde das vor. Ja, guck mal. Finde das vor. Jetzt schauen wir schon auf der Karte, wo das vor ist. Ja. Also, ich würde sagen, wir nehmen Fahrzeug, oder? Ja. Da ist ja ganz da oben, ist klar. Ja. Ja. Obwohl man überschätzt es nämlich immer. So weit ist es gar nicht. Aber ich will nicht laufen. Er will nicht laufen. Schubst mal, gefährt nicht in der Gegend rum. Muss mal Tour machen. Dann gucken, ob bei dir denn so ein Schild warte mal erscheint. Du brauchst nur einmal kurz rauftun, dann merkst du schon. Nee, scheint nicht. Hier werden wir nicht richtig sein, nein. Nein, das ist der Ausgang. Wir müssen nicht hoch. Wir fahren durch, wir kämpfen nicht mehr. Oh, wir kämpfen nicht mehr. Willkommen zurück, kleiner Freund. Spüre die Blutgier. Wir haben gesagt, wir wollen nicht kämpfen. Ja eben. Ja, bleib da stehen und schließ Vögel ab. Aber dann Klo war. Ja, wir hier im Klo doch nicht. Doch, mein Gott. Musst du auf Toilette. Ja. Ganz vorne ist hingeschmissen. Oh, Alter, die kann er weit schmeißen. Lass sie nicht treffen, die haut dich schön weit weg. Aber macht aber Spaß zu fliegen. Ist Mama Bär weg oder was? Ja, sind wir so weit. Damals wurden im Fort der Kompanie alle Arten von Munition gelagert. Eine Zeit lang gehörte es der Stadt, aber dann wurde es von den Teufelsreitern übernommen. Wie fast alles. Eine falsche Schlange wie Stickley war bei den Teufelsreitern gut aufgehoben. Möge das Gemetzel beginnen, denn niemand betrügt mich und überlebt. Glaub wohl.